Und herzlich willkommen zu einem weiteren Duel. In dem heutigen Spiel seht ihr, dass es gar nicht viel benötigt, um einen Skirmisher zu spielen. Ein paar Steine, ein paar Stöcke, ein blaues Team, ein rotes Team, ein Maßband und los geht's. Die beiden Teams haben sich aufgestellt. Wir spielen das klassische Szenario mit dem Schatz in der Mitte, den es gilt hier rauszubringen. Das blaue Team ist dabei mein Team, für das ich den Duellwert bewusst wähle. Für das rote Team werde ich den Duellwert auswürfeln. Und wir beginnen das Spiel mit einer Initiative. Zwei Zweier, das kann ich direkt nochmal werfen. Rot hat eine 3, blau eine 5, rot hat den ersten Zug. Für die erste Runde gilt, die Männchen werden jetzt erstmal ins Spiel gebracht. Die Maßeinheit sind dabei Zentimeter. Jeder zieht also seine 4 cm erstmal ins Spielfeld rein. Es gibt noch keine Sichtlinie. Hauptsache, die ganzen Männchen sind jetzt erstmal im Spielfeld drin. Die Blauen ziehen dann hier einmal an dem Ast vorbei, einmal links, einmal rechts. Und schon haben wir eine Ausgangsposition. Sehr schön. Wir beginnen die Runde mit einer Initiative, 5 und 5, nochmal. Gut, Rot hat eine 3, Blau eine 6, Rot bekommt den ersten Zug. Der Rote zieht sein erstes Männchen vor. Blau zieht ein Männchen hier rüber. Und sieht von dort aus im Hintergrund die beiden roten Kämpfer. Gut, das heißt, der Blaue wählt jetzt seinen Duellwert von 5. Der vordere Rote schießt auf einer 2, der hintere Rote auf einer 4. Die Würfel für den vorderen Roten fallen. Er hat einen Treffer gelandet, den er wiederholen muss. Es bleibt bei einem Treffer. Der Blaue geht zu Boden, verschwindet dabei aber hinter der Deckung. Der andere Rote kann ihn jetzt so nicht mehr sehen. Damit verfällt auch sein Schuss. Der nächste Rote zieht wieder vorne an den Ast dran. Der Blaue kommt ebenfalls hier vorne an den Ast, verschwindet dort aber auch komplett hinter der Deckung. Der dritte Rote zieht vor. Der dritte Blaue zieht Richtung Stein. Der vierte Rote kommt. Und zuletzt der letzte Blaue, der aus seiner Position heraus aber Sichtlinie zu dem Roten da hinten hat. Das heißt, auch die beiden eröffnen jetzt das Feuer aufeinander. Der Blaue auf einer 5, der Rote schießt zurück auf einer 2. Er würfelt, das sind zwei Treffer, er muss einen wiederholen wegen Deckung. Es sind immer noch zwei Treffer, damit geht der erste Blaue raus. Autsch, das tat weh. Initiative. Der Rote hat eine 6, der Blaue eine 4. Der blaue Kämpfer schaut, ob er aufsteht. Sieht nicht so aus. Okay. Also, der blaue zieht hier vor. Und hat von der Position aus Sicht auf diese beiden Roten. Um sie zu beschießen, entscheidet er sich für einen Duellwert von 4. Der hintere Rote auf eine 1, der vordere Rote auf eine 3. Sie schießen also beide vor dem Blauen. Der hintere zuerst, kein Treffer.
Der vordere Rote zwei Treffer. Er muss einen neu werfen wegen Deckung und es bleibt bei zwei Treffern. Der Blaue ist draußen, noch bevor er zurückschießen kann. Oh, verdammt. Gerade wird es hässlich für den Blauen. Das wird gerade richtig hässlich. Denn jetzt kann der Rote hier relativ ungestört vorrücken und seine Leute damit eben schon mal in Reichweite von dem Schatz bringen. Der Blaue überlegt jetzt noch, wohin er zieht, aber ja, es ist ganz egal, er muss irgendwie da raus und sich den Roten stellen. Er hat Sichtlinie auf die beiden da hinten. Das heißt, er nimmt für sich eine 3 zum Schießen, der hintere Rote schießt auf einer 6, der vordere Rote auf einer 5. Oh Gott. Gut, der Blaue zuerst, der landet einen Treffer auf den mit der 6 und den muss er neu werfen wegen Deckung. Es bleibt beim Treffer, sehr gut, der Rote geht zu Boden. Der mit der 5 schießt jetzt nochmal zurück. Und hat zwei Einsen. Jawohl, er hat seinen Schuss versiebt. Gratuliere. Willkommen in der Welt von Duel. Naja, aber was so ein guter roter Kämpfer ist, der zieht halt wieder in Reichweite und stellt sich direkt einem weiteren Duell. Der Blaue wählt für sich die 6. Komm ran. Der Rote schießt auf eine 1, huhahaha, und schießt natürlich daneben, das war ja zu erwarten. Und klar, Blau landet zwei Treffer und schießt den Roten raus. Wow, gut. Dann kommt jetzt noch der letzte Rote, der eben auch noch vorzieht. Und ja, das war's für die Runde. Und hier habe ich jetzt die Versorgung vorgezogen. Der Blaue schaut, ob er aufsteht. Ja, tut er. Der Rote im Hintergrund schaut, ob er wieder aufsteht. Ja, auch er steht wieder auf. Und jetzt kommt die Initiative. Blau hat eine 1, Rot eine 6. Blau bekommt den ersten Zug. Der Blaue kämpfe. Zieht hier rüber an den Stein und hat von da aus Sichtlinie auf die beiden Roten. Das heißt, er wählt für sich einen Duellwert von, ach na, komm, wir riskieren es auf einer 4. Der rechte Rote schießt auch auf einer 4, der linke Rote auf einer 6. Das heißt, der Blaue schießt hier auf den rechten Roten, landet einen Treffer, den er neu werfen muss wegen Deckung und verfehlt. Verdammt. Der rechte Rote landet einen Treffer, auch er muss neu werfen wegen Deckung, verfehlt. Ja, schön, aber der linke Rote mit seiner 6 schießt halt den Blauen raus. Für Blau wird es jetzt gerade brenzlig. Er tritt gegen drei Rote an. Da hat er eigentlich nicht mehr viele Optionen. Von daher bleibt er jetzt einfach in Deckung da hinten, zieht einfach nur darüber und hat von der Warte aus Sichtlinie zu dem und zu dem, also zu den beiden Roten da. Für sich selbst wählt er dann einen Duellwert von 3. Der vordere Rote nimmt einen von 4. Und der hintere Rote einen von 3 ebenfalls. Das heißt, der Blaue schießt auf den vorderen Roten mit einem Treffer, den er neu werfen muss wegen Deckung. Das war eine 4 oder war es eine 5? Egal, es war ein Treffer. Der Rote geht also zu Boden, aber der andere Rote schießt halt noch zurück mit einer 1 und einer 6. Die 6 muss er neu werfen wegen Deckung. Es bleibt beim Treffer, der Blaue geht wieder zu Boden. Ja, damit kann
Rot jetzt weiter vorrücken in Richtung Schatz. Und wir würfeln um die Initiative. Rot hat eine 3, Blau eine 5. Rot bekommt den ersten Zug, aber zuerst die Versorgungsphase. Der Blaue schaut, ob er wieder aufsteht. Ja, er steht wieder auf. Der Rote schaut noch, ob er wieder aufsteht. Nein, er bleibt liegen. Okay. Gut, Rot bewegt seinen Kämpfer nach hier vorne an den Ast in Deckung, kann den Blauen sehen. Die beiden duellieren sich. Blau wählt. Ach komm, wir riskieren es. Eine 5. Rot hält auf einer 5 dagegen. Oh je. Gut, das sind zwei Treffer. Auch nach einem neuen Wurf sind es immer noch zwei Treffer. Rot landet auch zwei Treffer. Und auch würfelt auch einmal neu, auch zwei Treffer. Okay, die beiden schießen sich also gegenseitig raus. Und damit bleiben aber rot immer noch zwei Männchen, die sich jetzt den Schatz krallen können und damit aus dem Spielfeld rauswandern können. Und damit hat rot gewonnen. Ja. Das war das Spiel. So schnell kann es gehen, so einfach kann es gehen, wenn man mit dem richtigen Regelwerk spielt. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß beim Zuschauen und hoffe natürlich auch, dass es euch auf Ideen gebracht hat, wie ihr euer nächstes Spiel gestalten könnt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein paar Likes dalassen oder das Video auch teilen und vor allen Dingen euren Freunden zeigen, damit auch die lernen, dass Spielen nicht teuer sein muss, sondern dass man Skirmisher wirklich mit einfachsten Mitteln spielen kann. Ja, und dann sage ich noch Danke fürs Zuschauen und Ade, bis zum nächsten Mal.